Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, wir sind jetzt hier auf Geisterjagd. Wir sollen den Geistern hier den Gar ausmachen. Das ist aber überhaupt nicht einfach. Da krebsen sie echt überall herum. Und wir müssen uns dem Geist anschleichen und ihn von hinten erdrosseln. Erdolchen. So irgendwie. Es gilt natürlich, vorsichtig zu sein, dass er uns nicht entdeckt. Hui. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Was hat uns nicht gesehen? Das heißt, ich mache jetzt meinen Reservespielstandspeicher hier, ganz dringend. Und versuche mich mit Anschleichen ihm so zu nähern, dass wir ihn dann erdolchen können. Ich hoffe, das funktioniert. Hat das funktioniert? Ich glaube schon. Ich hoffe mal. Kann ich das in der Quest nachschauen? Logbuch. Ich soll... Also, ich hoffe, es hat funktioniert. Also er hat mich jetzt normalerweise nicht gesehen. Also... Sollte funktionieren. Okay, also anschleichen, unbedingt das Schwert gezückt halten dabei. Und dann könntest du ihn einfach niederschlagen. Fertig. Der zweite Geist war da vorne schon. Ich habe ihn kurz vorhin gesehen. Das heißt, wieder anschleichen, ganz leise. Ich meine, er war hier irgendwo. Ich glaube, hier unten bei der Hütte. Ich werde dafür jetzt dann nochmal speichern. Werde mir aber den Reservespielstand hier nehmen. Dann werde ich das immer hier rauf speichern, jeder tote Geist. Ich glaube, da kommt er gerade. Oder auch nicht. Da kommt er. Na, das war ein Dings. Vielleicht sollte ich von der Richtung... Ich pack mal das Messer weg. Von der Richtung hier kommen. Und hier nochmal schauen. Da drüben am anderen Flussufer ist mal einer. Genau, hier geht er. Okay. Dann speichern wir nochmal. So, schau mal kurz, wo der hinläuft, der da hinten. Geht einfach nur hin und her, wie es ausschaut. Werde ich mich mal zu dem Baum hier hinschleichen. Oh, geht doch weiter als gedacht. So, mal kurz nochmal speichern. Dreht er sich um, dann habe ich ein Problem. Passt. Den nächsten geschafft. Und sofort wieder schleichen. So, dann gucken wir uns mal um. Da oben ist einer. Irgendwo, oder da unten besser gesagt. Da in der Richtung, da drüben. Das heißt, ich speichere jetzt nochmal. Und versuche mein Glück. Die Frage ist nur, ob ich Glück habe und ihn sehen kann. Bevor ich... Ist er da oben? Ne, das ist jetzt nur unser Portal, ne? Ah, hier ist er. Könnte es wagen. Frage ist nur, ob ich schnell genug sein werde.
Wahrscheinlich nicht. Boah, es war Glück, glaube ich nur. Ich glaube, das war jetzt nur Glück. So. Und weiter. Wieder schleichen. Es waren jetzt schon drei. Geht ja dahin. So, die anderen sind jetzt alle auf der anderen Flussseite, wie es ausschaut. Das heißt, ich traue mich mal mit eingesteckter Waffe. Kann ich hier durch? Nein. Hier durchzulaufen. Und auf die andere Flussseite zu gelangen. Aha, da hat man ein Rindviech, hätten wir da. Also ein Rindviech, sage ich schon. Ein Rhinoceros. Ich probiere mein Glück hier gleich bei... Aha, da sind zwei. Okay. Das muss ich schlau angehen. Versuch mal hier unten mich quasi an den Rand zu schleichen. In der Hoffnung, dass das klappt. Aber ich glaube nicht, dass es hier einen Weg rauf gibt, oder doch? Noch, glaube ich, hören sie mich nicht. Ich wollte mich nämlich hier so eigentlich... So ranschleichen wollte ich mich. Ich glaube, das hat mich nicht entdeckt. Boah, das war jetzt nur Glück. Uiuiui. So. Na klar. Jetzt komme ich hier nicht hoch rechtzeitig. Oh je. Das ist jetzt blöd. Haha. Das ist jetzt mal blöd. Ich hoffe, dass sie mich hier nicht sieht. Ich habe ihr gesperrt. Jetzt. Mann, ey. Nichts. Boah. War das gut? Ich hoffe. Jetzt habe ich gerade geschwitzt, dass mich der andere Trottel sieht. Ist schon ganz schön riskant, was ich da mache. So, und der letzte. Ist in der Richtung, okay. Mit Verlaub speichere ich das jetzt mal. Puh. So. Aha, da steht er. Hui. Okay. Mann, ey, ist ja nicht so langsam. Ich habe alle Geister erwischt. Okay. Ich sollte zurück zu Drake gehen. Okay. Ich glaube, das war okay. Hui. Also nochmal speichern. Gut. Passt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Okay. Lief besser als gedacht, glaube ich. Also zurück zur Zitadelle. Hui. So. Ich hoffe, er freut sich. War jetzt dann doch nicht so schwer wie gedacht. Schläft er? Wahrscheinlich, ne? Gibt's für mich eigentlich auch ein Bett zum Heuer? Oder steht hier? Da ist er. Hallo, die Geister. Die Geister sind alle tot. Ja. Sehr gut. Ja.
Ich konnte ihre beim Sterben freigesetzte Energie mit meinem Ritual einfangen. Super. Es ist mir gelungen, einen Zauber aus dieser Kraft zu formen. Okay. Mit diesem kannst du selber einen Krieger beschwören, der an deiner Seite kämpft. Oh, wie cool. Ich kann dir leider nicht versprechen, was für einen Begleiter du an deine Seite bekommst. Dieser sollte aber in jedem Fall nicht so zerbrechlich sein wie die, die ich im Eisenwald beschworen habe. Okay. Zauberspruch? Oh ja, da gibt's altes Wissen, wofür ich das nutzen kann. Höllenhund darf ich sogar beschwören. Schattenkrieger, Höllenhund, Steinfaust lernen. Fügt deinem Gegner Schaden zu. Okay, Schockquelle. Fügt allen Gegnern im Umkreis Schaden zu. Okay. Höllenhund ruft einen Höllenhund herbei. Wer hätte das gedacht? Und Schattenkrieger ruft einen Schattenkrieger herbei, der für dich kämpft. Ich würde sagen, die Schockwelle ist super. Bring mir bei, wie ich Gegner mit einer Schockwelle von mir wegstoße. Ein bisschen AOE ist nicht verkehrt. Setze den Zauber weise ein. Ja. Okay. Ich werde alles lernen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie ich das alte Wissen brauche. Ich habe es geschafft, aus den Geisteraugen, die du mir gebracht hast, einen Zauber zu machen, der dir einen Begleiter erschafft. Ja. Er wird für eine gewisse Zeit an deiner Seite sein. Das passt. Dich beschützen oder unterhalten. Was auch immer du möchtest. Cool. Und Höllenhund. Ich möchte einen Höllenhund beschwören können. Ja. Setze den Zauber weise ein. Und Steinfaust. Bring mir den Zauber Steinfaust bei. Setze den Zauber weise ein. Ja. Servus. Ich lerne das jetzt einfach mal. Da bin ich jetzt stur und fertig. So. Das zu dem. Gut. Nächste Quest, würde ich sagen. Und zwar der Wilson wollte ja was von uns, ne? Prüfung der Gerechtigkeit, war das das? Na, das war er, das war Marson. Genau, das können wir auch noch zuerst machen. Und das mit neuen Rang dann danach. Ja, da müssen wir eh herumreisen. Da passt mir das jetzt besser. Gut, Seekarte, glaube ich, dass das gut passt. Da oben ist das Gesindel. Am besten Borten und so geht nicht wirklich. Da würde ich mir jetzt auch keine Meter sparen. Könnte ich halt gleich von hier aus dort hochlaufen, glaube ich, ist am gescheitesten. Glaube ich. Weil dann sparen wir uns den Ladebildschirm und dann sind wir schon wieder ein paar Meter weiter, glaube ich. So. Laufen, laufen. Und du sollst laufen. Dann halt nicht. Stimmt, den Zauber muss ich noch wechseln. Da wollte ich ja die Schockwelle haben. Magie, bitte. Schockwelle, das war doch ein AOE, oder? Schaden 50. Ja, genau. Das wird nichts. Das wird nichts. Nein, nein. Das wird nichts. Mm-mm. So. Genau das so. Zack. Dann bei den Bauern hier rauf. Die haben, glaube ich, sogar ein Wasserfass für uns, wo ich mal kurz saufen kann. Ich glaube, das stand da drüben. Hier, glaube ich. Ja, einmal schnell saufen. Der Truthahn ist auch müde. Passt. Und dann gehen wir weiter. Ich glaube, hier hoch. Da, 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 da. Dann sind wir gleich da beim Gesindel. Oder sollte ich vielleicht doch lieber zuerst Single Target machen? Ja. So, das wird auch gleich gesperrt. Das kann ich jetzt original speichern. Ja, weil das ist ja gut gegangen. Bin gerade echt am Überlegen, welche Magie am besten ist. Ich würde mal sagen, stärken wir uns, oder? Ein Buff, ein Kleiner wird uns nicht schaden. So, grüß Gott. Hey Kleiner, das hier ist Privatbesitz. Macht nichts. Wäre besser, wenn du deinen Hintern zurück in die Taverne schwingst. Da Nein. gibt's bestimmt eine Hure und ein kühles Bier für einen Typen wie dich. Privatbesitz? Das kaufe ich dir nicht ab. Geh mir nicht auf die Nerven oder es wird ungemütlich. Das kaufe ich dir nicht ab. Privatbesitz? Ja. Das kaufe ich dir nicht ab. Ist aber so. Hab nur Kunde. Ach, und wo? In meinem Arsch. Huch. Bevor wir die Viecher mit unserem Gelaber aufscheuchen, sollten wir uns besser von hier verziehen. Ist nicht gerade sicher, hier zu quatschen. Du gehörst nicht zufällig einer Bande von Plünderern an? Wo ist es deiner Meinung nach sicher?
Warum bist du nicht in der Taverne? Plünderer. Du gehörst nicht zufällig einer Bande von Plünderern an? Nur weil ich meine Finger hier und da mal in alten Schutthaufen stecke? Ist ja wohl nicht verboten. Nein, ich bin ein ehrbarer Kerl. Dumm, hast du auch so blutunterlaufene Augen? Schaut bald aus, als wenn er Blut weinen wird. Wo ist es deiner Meinung nach sicher? Wo ist es deiner Meinung nach denn sicher? Ich kenne ein gutes Versteck ganz in der Nähe. Da bist du geschützt und läufst nicht Gefahr, als Futter zu enden. Warum bist du nicht in der Taverne? Warum bist du nicht in der Taverne? Quatschen wie die Waschweiber liegt mir nicht sonderlich. Kann mir eigentlich auch egal sein, was mit dir passiert. Meins ja nur gut mit dir. Na dann. Bring mich zu deinem Versteck. Alles klar. Hab auch sicher noch was zu fressen für dich. Soll ja keiner behaupten, ich hätte keine Manieren. Ich bin mir jetzt recht sicher, dass wir gleich aufs Maul kriegen. Ich baff mich mal ein bisschen. Bleib schön an meinem Heck. Ja. Lass bloß keinen fahren. So, wir sind fast da. Nur noch ein Stück. Gut. Um mir zu sagen, hättest du nicht... Was? Um mir das zu sagen, hättest du nicht halten müssen. Bin schon ganz gespannt auf deinen Rattenloch. Dann geh weiter. Gut, dann lass uns weiter. Kannst es kaum erwarten, was? Ja. Dann mal weiter. Ach du Heilige. Folge Lloyd zu seinem Versteck. Ich glaube, das werden viele Banditen sein. Folge mir. Ja. Ich muss mal kurz Reserve speichern. Werde, glaube ich, jetzt ordentlich auf die Gosch kriegen. Folge mir einfach. Bin schon da. Plünderer. Ja. So, da sind wir. Ja. Schön weit weg. Und das Beste ist, niemand wird dich hier schreien hören. Na klar. Warum war mir das jetzt klar? Moment, was soll das? Na. Warum war mir das jetzt klar? Noch immer eine große Fresse, wie? Aber Maulhelden wie dir werde ich sie schon noch stopfen. Hättest du deinen Arsch zurück in die Taverne bewegt, würdest du jetzt nicht in der Scheiße sitzen. Und jetzt zieh deine Waffe, Würstchen. Du bist okay. So gut wie tot. Ja, mal sehen. So, das hat er mal gut hingehauen. So, das waren schon drei. Der Buff ist gar nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mag unser Schwertchen, das schaut auch toll aus. Immer so glühen wie ein Glühwürmchen. Wer ist denn da? Da ist der Plünderer. Du bist immer der Stärkere. So ist sehr gut. Danke, Edward. Du hast mir sehr geholfen. Das lief ja hervorragend. Ich mag unseren kleinen Buff. So, Lloyd. Das war's für dich, du Mistkerl. So. 1, 2, 3 Plünderer und ein Lloyd. Mehr nicht? Hm. Okay. Dann hätten wir's. Da, 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 da. In der Höhle brauchen wir uns nicht weiter umzuschauen. Da waren wir schon mal. Vor einiger Zeit. Boah, jetzt bin ich fast falsch abgebogen. Hust. So, passt. Die Quest haben wir jetzt auch. Das heißt, wir können nochmal zurück. Ja. Und Bescheid geben den Marsohn. Hallo Marsohn. Fertig sind wir. Die Plünderer werden keinen Ärger mehr machen. Genau. Oh. Ich hoffe, in Zukunft halten sich die Geier von der Eisenbucht fern. Gut, dass du ein Kerl bist, der die Dinge angeht. Natürlich. Hier, das ist für dich. Dankeschön. Okay. Das zu dem. Dann wäre als nächstes Wilson dran, ne? Das heißt, wir können hier gleich starten, indem wir mal speichern. Und indem wir uns dann schon mal in die Taverne begeben. Die Taverne war doch hier, nicht wahr? Taverne, ja. Da sollte der Wirt und die Kellnerin sollten da was wissen. Bist du? Danke, dass du mich befreit hast. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, genau. Mehr war da auch nicht, ne? Die Taverne. So, guten Abend, die Herrschaften. Ich glaube, ich lege mich dann auch mal hin, ne? Damit es wieder hell. Oder wird es eh schon hell? Ich glaube, es wird schon hell. Passt. Dann brauche ich nichts zahlen. Yvette,
Die Dämonenjäger sind auf der Suche nach Büchern des Bösen. Weißt du was darüber? Die Dämonenjäger sind auf der Suche nach Büchern des Bösen. Mhm. Ach, du meinst also nur, weil ich eine Frau bin, habe ich so eines in meinem Besitz? So war das nicht gemeint. Ich soll einfach ein Auge offen halten. Ja, ja. Und da kommst du ausgerechnet zu mir und starrst mir auf den... Vergiss es. Ja. Jona. Und? Wieder etwas beruhigt? Oh. Und? Wieder etwas beruhigt? Ja, etwas. Ich muss erst mal diese Nacht verarbeiten. Vielleicht sollte ich Kalador mit dem nächsten Schiff verlassen. Dieser Flecken Erde hat einfach zu viel Verderben gesehen. Okay. Wäre jetzt aber schon wieder bewohnbar eigentlich. Herr Wirt, Travis. Hast du in letzter Zeit irgendwas Verdächtiges beobachtet? Hast du in letzter Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Du kennst doch sicher diesen Spinner Mick. Du weißt schon, der Typ, der hier auch öfters mal in der Taverne sitzt. Naja, jedenfalls haut der jede Nacht ab und kommt erst am nächsten Morgen wieder. Mhm, das soll ungewöhnlich sein. Weißt du, wohin Mick nachts geht? Weißt du, wohin Mick nachts geht? Nein, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ach komm schon, als Wirt kriegst du doch bestimmt einiges mit. Ja. Na schön, aber posaun bloß nicht drum, dass ich den Leuten hinterher spioniere. Wenn man sich kurz nach Mitternacht an seine Fersen heftet, findet man sicher heraus, was ihn antreibt. Ich werde Mick auf die Schliche kommen. Gibt es noch einen anderen Weg, als Mick hinterherzuschleichen? Ist dir außer Micks nächtlichen Spaziergang noch was aufgefallen? Du kennst dich doch hier aus, oder? Bring mir was bei, zeig mir deine Ware. Noch was aufgefallen. Ist dir außer Micks nächtlichen Spaziergängen noch etwas aufgefallen? Naja, ich habe letztens von Bran, dem Schlachter, eine Lieferung Fleisch bekommen. Konnte die ganze Lieferung in den Abfall wandern lassen. Sah absolut frisch aus, aber schmeckte wie eingelegte Füße. Aha. Kannst dich ja mal bei ihm umhören. Dann war es nicht richtig abgehängt. Ja. Gibt es noch einen anderen Weg? Gibt es noch einen anderen Weg, als Mick hinterher zu schleichen? Sicher, aber dafür musst du die Augen offen halten. Finde einfach den Ort, wohin er sich verkriecht. Alles klar. Soll nicht allzu schwer sein. Alles klar. Sollte nicht allzu schwer sein. Du bist mir einer. Einmal falsch abgebogen und du stürzt von einer Klippe, wirst von wilden Tieren angegriffen, oder? Lass mich nur machen. Am besten du merkst dir, was ich dir jetzt sage. Ich bin ihm mal ein Stück weit gefolgt. Hat mich leider zu früh entdeckt, das Aas. Aber ich schätze, wenn du dich von hier aus immer westlich hältst, wirst du fündig werden. Halt einfach nach einem ungewöhnlichen Platz Ausschau. Okay. Ich werde ihm auf die Schliche kommen. Ich werde Mick auf die Schliche kommen. Ja. Gut, aber denk daran, vor Mitternacht bewegt der sich kein Stück. Kannst dich ja so lange bis Mitternacht aufs Ohr legen. Aber Finger weg vom Rum, sonst verpennst du noch. Jawohl. Du kennst dich doch aus, oder? Du kennst dich doch hier aus, oder? Was willst du wissen? Was kannst du mir über Yvette erzählen? Was kannst du mir über Yvette erzählen? Oh, sie ist jung, sie ist hübsch. Und wenn du nicht aufpasst, stehst du ohne Hosen da. Klingt nicht schlecht. Nein, Mann. Ich will damit sagen, dass du auf dein Gold aufpassen sollst. Hm. Ach, das meinst du? Natürlich. Also hör auf meinen Rat. Ach, Männer. Okay, servus. Gut. Mick, also. Von hier aus westlich halten. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die Karte. Westlich. Hier vielleicht über die Brücke drüber, oder? Warte. Hier vielleicht über die Brücke drüber. Norden, Süden, Osten, Westen. Wo wäre denn was ungewöhnlich? Da wäre vielleicht was ungewöhnlich. Nein. Westlich, westlich, westlich. Hier könnte... Es wäre ein bisschen zu groß für ein Versteck. Hier vielleicht. Da wäre eine Möglichkeit. Da, da oben. Wie spät haben wir es?
ist er schon weggelaufen, wahrscheinlich, der Kerl, ne? Wäre es vielleicht doch besser, ihm zu folgen. Ich werde es aber mal über die Brücke versuchen. Ich glaube, da bin ich nicht ganz falsch. Da wäre noch ein Wahn, den können wir noch weghauen. Endlich hat der Kampf ein Ende. Passt. So. Halt, da wäre noch ein Pilz. Das hier wäre schon nicht so schlecht, ne? Da haben wir noch ein paar Viecher. Achtung, mach dich bereit. Ja, ja, kommen Sie. Ich habe sie schon. Aua, Knurren gehört. So, den nächsten. Ein Hahn wieder. Das wäre halt gut. Ja, das ist eine gute Position. Da kann er mir nicht ins Wasser fallen, hoffentlich. Dann kann ich ihn auch looten. Wo ist er denn, das Mistviech? Ja, sehr gut. Und noch eine Beere. Was haben wir hier noch Schönes? Nur normale Blumen, ne? Ja. Würde ich sagen, mal hier rauf. Vielleicht hier rüber. Ist wahrscheinlich nicht ganz richtig noch. Wir haben noch die hier blätten. Aha, hier geht's nach unten. Das schaut schon recht verdächtig aus. Eine kleine Schlucht. So. Okay, der ist auch erledigt. Die Scavengers. Scavenger. Das da unten wäre schon verdächtig, ne? Hier. Ein Fingerblatt. Den looken wir mal, oder? Das ist auf alle Fälle verdächtig. So am Strand ein bisschen. Zack. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das hier wirklich nur so ein Strandstück. Jetzt hätte ich mir gewünscht, dass es eine Höhle gäbe. Ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Und hier ist auch nur... Ja, ja, da waren wir schon mal. Da waren wir schon mal. Das wird mir nichts helfen hier. Ich fürchte, den Kerl müssen wir echt nachstellen. Das wird mir hier leider nichts bringen, hier so lang zu laufen, ne? Nope. Naja, da vorne wäre halt auch noch verdächtig, ne? Der Turm da vorne. Waren wir da schon... Ich meine, drüben waren wir, glaube ich, schon, ne? Oder in der Nähe zumindest. Ich fürchte... Ich meine, probieren kann ich es ja mal. Ich schwimme mal, schwimm mal rüber. Jetzt wäre ich fast gestorben. Ups. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Huch, ich stecke fest. Hallo? Okay, ich glaube, das war nicht so gut jetzt. Kannst du mich mal anstupsen, Edward? Okay, das war nicht gut. Ich glaube, wir werden das nochmal laden müssen. Hey, wie gemein. Wo sind wir da?
Ich glaube, wir werden ihn echt verfolgen. Das, ja. Auf jeden Fall hat er was gemeint mit Klippen, ne? Also wir sind hier definitiv falsch. Auf Klippen sollten wir achten, also eher hier oben wo. Statt hier unten, wahrscheinlich hier oben. Geht es dann irgendwie da vielleicht so weiter? Hier vielleicht wäre auch so eine Möglichkeit. Da herüben, das wäre auch so ein Ding. Vielleicht. Aber hier glaube ich nicht wirklich. Dann würde ich sagen, ich porte mich vielleicht nochmal hier hin. So. Und versuche mich nochmal auf den Weg zu machen. So, hier geht's raus, genau. Um vielleicht hier etwas herauszufinden, wo er denn hingegangen sein könnte. Aber ich denke, die beste Möglichkeit ist einfach, den Trottel zu folgen. Da sparen wir uns, glaube ich, eine Menge Zeit. Also wenn wir das auf eigene Faust versuchen zu finden, glaube ich. Lagerfeuer wäre auch schon geholfen, ne? Wow. Huch! Oh, Entschuldigung. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass da jemand liegt. Es war jetzt so dunkel, dass ich nicht gesehen habe, dass da zwei Katzen liegen. Hoppala. Ja, komm bitte etwas näher. Nicht, dass du mir noch da hinten runterfällst. Nein, halt! Pfui, Edward. Pfui. Mach mit das Katzenviech jetzt nicht hin. So. Sonst krieg ich das Fell nicht, wenn es mit da runterfällt. So, ich wollte jetzt einfach nur mal schauen, ob hier vielleicht was wäre, aber... Ja, der Tod. Nee, das bringt sich, glaube ich, so nichts. Das bringt sich so, glaube ich, nichts. Ich hatte halt gehofft, wenn ich etwas höher oben bin... Da... geht's nur nach unten. Dass man hier vielleicht was Brauchbares findet. Ah, da ist nochmal ein Lux. Den machen wir auch noch platt. Au. Oder er uns. Au. So, jetzt haben wir ihn. Fast. Viecher sind eine Plage. Es geht. Nicht so schlimm. Tut nur ein bisschen weh. Ja, da wird mir nichts anderes übrig bleiben, als dem Trottel wirklich hinterher zu laufen, glaube ich. Die mache ich noch platt, die zwei Riesenratten, und dann, ja, beenden wir den Part. Ist eh schon spät. So. Zack. Und zack. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!